So, ich bin auf dem Weg zum Steinwieder Meer. Das Boot aus Schweden, das ist ja nun Ostern bereits gekommen und wir waren auch schon einmal damit los. Heute bin ich allein unterwegs, das erste Mal war ich mit Jürgen da, das ist natürlich viel zu wenig. Und nachdem wir jetzt unseren Norwegen-Urlaub so mal kurzerhand abbrechen mussten nach zwei Tagen, hatte ein netter Problem mit der Schulter hatte, das ging auch gar nicht. Habe ich mir gedacht, nutze ich doch die Zeit und fahre mal nochmal ans Meer, an Steinwieder Meer, ein bisschen paddeln. Ein neues Paddel habe ich auch, denn zu so einem schönen Holzboot, da gehört natürlich auch ein schönes Holzpaddel. Das habe ich mir bestellt und natürlich ein Grönlandpaddel. Ich habe bisher noch nie mit einem Grönlandpaddel gepaddelt. Ich bin total gespannt und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit dahin und dann schauen wir mal, wie das so wird. Heute ist es sonnig, es sollen 20 Grad werden, es ist Mai, trocken wie sonst was. Wir brauchen eigentlich den Regen, aber für heute ist es natürlich schön, dass die Sonne scheint. So, bis gleich. Das erste Mal über einem Grönlandpaddel. Also, laut Videotutorial auf YouTube hält man das ja so vorweg. So, und durch diese Haltung, wenn man das halt so vorne weg, geben die Blätter schon ungefähr einen Eintauchwinkel, nicht senkrecht wie bei einem normalen europäischen Paddel, sondern von etwa 30 Grad. Dadurch gleitet das Meer oder macht so eine, ja, wie so eine Tragfläche im Prinzip. Wenn man es gerade reimt, dann merkt man auch sofort, dann fängt es an, ich mache das jetzt hier mal, dann fängt es sofort an und so wabbert so hin und her. Man muss es wirklich in einem bestimmten Anstellwinkel, also so 30 Grad in etwa, eintauchen. Also 30 Grad zur Wasseroberfläche. Dann läuft das ziemlich rund. Die Schlagfrequenz ist deutlich höher als bei einem normalen, aber dafür ist der Widerstand auch wesentlich geringer. Und trotzdem mache ich jetzt nicht weniger Fahrt, habe ich zumindest so den Eindruck. Tatsächlich ist auch das Paddel mit dem Ding viel leiser. Also rechts geht es schon deutlich besser als links, also auch Rechtshänder. Aber dadurch, dass man viel weniger Geräusch, ne? Das ist so ein Europaddel konzentriert diesen Winkel eintaucht und auch raus aus dem Wasser. Ist da fast kein Paddelschlag mehr zu hören. Ja, und das Boot selbst ist natürlich total krass. Also ich überlege, ich habe ja hier immer das Discovery noch von Seabird. Das kommt auch aus der gleichen Feder wie das hier von Björn Thomasson, das ist ein schwedischer Kajakdesigner. Das ist schon hier deutlich schmaler. Man muss schon echt ein bisschen gucken, also gerade beim Ein- und Aufsteigen ist das nicht ganz so ohne. Und das Cockpit ist auch kleiner, das heißt, ich muss da schon mal so ein bisschen gucken, wie ich da rein und raus komme. Also ich kriege nicht die Beine erst vorher raus, also die Knie hoch an die Winkel kriege ich nicht. Da muss ich immer so ein bisschen gucken und tricksen. Aber das Boot selbst ist natürlich echt krass und super gerade auslaufen. Wenn ich das Skate reinmache, dann ist das Ding wendig. Kann man schon auch auf kleineren Flüssen mitfahren. Also mit den 5,10 Meter ist es jetzt gar nicht extrem lang. Aber hat guten Stauraum. Dadurch, dass wir ja in den Stauraum optimiert man natürlich bei so einem Selbstbauboot. Also einfach deswegen, weil man das die vordere Schottwand nur so weit macht, wie ja auch die eigenen Beine gehen. Also länger braucht es ja auch nicht. Ne? Wenn ich damit fahre mit dem Boot, dann brauche ich nicht irgendwie ein
Fußraum, der ellenlang ist. Wobei bei so einem Boot von der Stange ist natürlich der Fußraum immer so, dass auch ein 2 Meter oder 2 Meter Mann zumindest mit dem Boot fahren kann. Also das vordere Schott ist dann halt entsprechend weiter vorne im Boot und dadurch der vordere Stauraum auch entsprechend kleiner. Aber hier ist das natürlich alles optimiert, angepasst an die eigene Körpergröße. Das Einzige, womit ich so ein bisschen hadere, ist die Lehne hinten. Also Petrus Kajak, wo wir das Boot ja gebaut haben, die machen da hinten tatsächlich nur so einen Schaumstoffblock rein, der in der Mitte von der Wirbelsäule im Prinzip sitzt. Das hat natürlich einen Wahnsinnsvorteil. Ich habe nach allen Seiten hin, wenn ich mit der Hüfte her mich bewege, habe ich extrem Freiraum. Ja? Also da ist keine Lehne hinten, die mich irgendwie hindert. Das Ding ist nur in der Mitte. Aber 2 Punkte. Mit der Zeit wird es doch unangenehm hinten am Kreuz. Und was auch noch ist, ich kriege nicht so viel da hinten reingestopft. Also wenn ich eine Lehne habe, die durchgehend ist, dann kann ich den ganzen hinteren Bereich hinter meinem Sitz natürlich für zum Beispiel Trinkflaschen oder sowas nutzen. Das kann ich jetzt gar nicht, weil da halt dieser Monoblock in der Mitte dazwischen sitzt und ich nur links und rechts nochmal so 10 cm habe, wo ich irgendwas unterbringen kann. Und das ist etwas, womit ich immer rechne, weil ich da dann zum Beispiel meine Getränketasche hinpacke. Ja, die habe ich nicht vorne im Cockpit, sondern hinten hinter meinem Rücken. Ja, und das fehlt halt. Also da bin ich noch am Hadern, ob das so bleibt oder ob ich da noch eine richtige Rückenlehne reinbaue. Das ist echt total schwer. Das ist das Paddel, also warum ich das gemacht. Das Paddel ist übrigens relativ günstig von Amazon. Das ist ein Holzpaddel, durchgehend, nicht teilbar. Ich würde keine 400 Euro für so eine Carbonpaddel ausgeben oder sowas. Ja. Also habe ich erstmal gedacht, wo kriegst du jetzt das und so zum Testen? Leihen ist auch immer doof. Also wo kriegst du jetzt so ein Grönlandpaddel her, mit dem du erstmal gucken kannst, dass es nicht zu teuer ist. Und wenn es halt nicht klappt, dass man es relativ günstig bei eBay. Da war auf John Paddle heißt die Firma, die sitzen in Polen und die machen Holzpaddel aus, ich glaube, kanadischer Zeder. Das ist echt leicht, das Paddel wiegt nur 750 Gramm, selbst ein Carbon-Paddel, was ich bei hier in meinem Kajakgeschäft in der Hand hatte, wiegt mehr. Das war mit 800 Gramm mehr, nicht viel, aber 100 Gramm mehr waren es. Und das Ding hier 750 Gramm. Das ist nichts. Ne? Und das merkst du auch sofort. Ich meine, wir haben ein Problem mit meiner rechten Schulter so ein bisschen. Das merke ich sofort. Ne? Da ist nichts, gar nichts. Das Ding liegt gut in der Hand. Also, verlinke ich unten. Richtig krass. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Steinhude. Wir sind im Hagenburger Kanal eingestiegen. Und jetzt geht's rüber nach Steinhude erstmal. Ich fahre mal einmal um die Badeinsel rum. Da gucken wir mal, ob wir da noch vielleicht weiterfahren ins Ostenmeer. Richtung Ostenmeer gibt es so Kanäle, die durchs Schild führen, die man auch befahren darf. Vielleicht fahren wir da mal lang. Und dann
das ist so die Einstiegsstelle hier am Bade, auf der Badeinsel. Und zwar, wenn man von Steinhude aus über die Brücke geht, muss man sich rechts halten. Da ist dann der Ein- und Ausstieg für die Kajaks. Weiter, wenn man geradeaus durchgeht, da ist dann der Strand, der Badestrand. Und da darf man natürlich mit dem Kajak nicht rauf. Ist auch vorne mit Bojen abgetrennt, sodass man da also mit normalen Booten, unter anderem auch Kajaks, nicht einfach so rauf paddeln darf. Wir haben das auch mal gemacht. Sagt keiner was, aber eigentlich soll man das nicht. Ja, gut, jetzt habe ich was gegessen, ein bisschen was getrunken. Jetzt fahren wir weiter, jetzt nochmal ein bisschen hinten ins Ostenmeer rein. Wie gesagt, da gibt es so ein paar Kanäle, bevor es dann ins Naturschutzgebiet geht. Da dürfen wir natürlich nicht rein. Und dann fahren wir auch wieder hier an der Promenade entlang wieder zurück Richtung Hamburger Kanal. Wenn wir noch Zeit haben, machen wir vielleicht noch einen Abstecher noch zum Wilhelmstein rüber. Aber mal schauen, wie es passt. Zum Wilhelmstein, von Wilhelmstein einmal zurück zum Hagenburger Kanal. Also das ist die weitere Planung. Aber die Postboje ist. Manchmal finde ich die und manchmal sehe ich es einfach nicht. Postboje, also es ist tatsächlich eine Boje mit einem Postkasten. Mitten im Steinhuder Meer, so mehr zum Osten entgegen. Wie gesagt, wir versuchen das mal. Ich gucke mal, ob ich die finde. Wenn wir sie nicht auf Anhieb finden, dann ist auch egal, dann fahre ich direkt Wilhelmstein und zurück, soll dann auch irgendwann genug sein. So, vor uns liegt der Wilhelmstein. Hat ein bisschen länger gedauert, hierher zu kommen, weil wir haben doch so leichten Gegenwind. Und die Strecke von hinten vom Ostenmeer bis hier wieder hinten zum Westenmeer, der liegt ja mehr am Westenmeer, oder zum Westenmeer hin. Der Wilhelmstein, ja, war ein bisschen anstrengend. Wir fahren jetzt einmal drum rum und dann geht es Richtung Hamburger Kanal zurück. Ja, schade, dass ich die Postboje nicht gefunden habe. Das hätte ich euch gerne gezeigt. Naja, vielleicht habe ich einen zweiten Teil. Aber wir haben ja jetzt in diesem, heute haben wir ja das gesamte Nordufer mit Mardorf ausgespart. Das kommt dann beim nächsten Mal. So, das Anlegen am Wilhelmstein kostet Geld. Wilhelmstein ist im Privatbesitz. Wir fahren da jetzt einmal noch. Achso, wenn ihr hier paddelt und es mal stürmisch sein sollte, wenn ihr hier paddelt, dann seid ganz besonders vorsichtig hier am Wilhelmstein. Je nachdem, von wo die Wellen kommen und von wo der Wind kommt, türmen sich hier, das ist eine künstliche Insel im See, türmen sich hier die Wellen nochmal auf. Und das ist echt übel. Das ist schon ein paar Mal
erlebt, dass wir hierher gekommen sind. Und ja, auf einmal hier Wahnsinnswellen waren rund um den Stein. Ganz interessant. Und nicht ungefährlich, weil die kommen dann nicht aus einer Richtung, sondern dadurch, dass das sich hier so ein bisschen verwirbelt alles. Das sind richtig große Wellen. Und die kommen von überall her. Das ist jetzt nicht ohne. Das ist wirklich nicht ohne. Also da muss man echt ein bisschen aufpassen. So, gut, das war's. Den Wellenstein. Das wäre eine Mücke in. Da ist mir doch gerade eine Mücke in den Rachen geflogen. Uferbereiche kommt. Mücken ohne Ende. Naja, der Winter war nicht hart genug. Ja, das hat euch gefallen. Wir sind wieder am Hagenburger Kanal angekommen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser kleine Ausflug mit dem Kajak entlang des Südkosten und Stein unter Meer. Wahrscheinlich wieder entlang bis ins vom Westen Meer zum Osten Meer in der Richtung. Und dann einmal in der Mitte rüber zurück bis zu dem Stein. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch hier. Wenn es euch sehr gut gefallen hat, dann lasst mir auch ein Abo hier. Ja, ich gehe jetzt gleich ran und freue mich, wenn ihr bei einem der nächsten Videos wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten. Tschüss. Also, der Hagenburger Kanal ist immer ein bisschen aus dieser Mangrovenwelle. Ich warte mal, dass irgendwo ein Krokodil aus dem Fischen kommt. Irre. Ich werde irre.